Liebe Freunde der gepflegten Presseanfrage, ich hatte am Sonntag vor einer Woche, also heute mal den 13., am 6. Dezember hatte ich 5 Presseanfragen gestellt und am vergangenen Freitag, also am 11., hatte ich Antworten bekommen. Und ich lese mal vor. Sehr geehrter Herr Schäfer, das Städtische Klinikum beantwortet Ihre Fragen abschließend wie folgt. Darüber hinaus erteilen wir aus fachlichen, zeitlichen und personellen Gründen keine Auskünfte, siehe auch unsere E-Mail vom 9. Dezember. Da komme ich vielleicht in einem anderen Video nochmal drauf zurück. Es war eine Frechheit. Erstens, bitte teilen Sie mir mit, wie viele Mitarbeiter, in Klammern absolut und in Prozent, bisher auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden. Es geht also um die städtischen Krankenhäuser bzw. den Eigenbetrieb städtische Krankenhäuser, Krankenhaus Friedrichstadt, Krankenhaus Neustadt. Zweitens, wie viele Tests wurden insgesamt gemacht? Antwort: Allein im November 2020 wurden im Rahmen des Mitarbeiterscreenings mehr als 900 Mitarbeiter ohne respiratorische Symptome in Gruppentests regelmäßig ein- bis zweimal wöchentlich auf SARS-CoV-2 getestet. Im gleichen Zeitraum stellten sich 1490 Mitarbeiter mit respiratorischen Symptomen vor, die mit PCR-Einzeltests auf das Virus getestet wurden. Also, wenn ich das richtig deute, ohne Symptome Gruppentests, mit Symptome Einzeltests, was auch immer das genau bedeutet. Ja. Insgesamt wurden seit April 2020 bis einschließlich 6. Dezember im Rahmen des Mitarbeiterscreenings in 2900 Gruppentests insgesamt 22.500 Befunde erhoben. Im gleichen Zeitraum wurden 4.140 Einzeltests durchgeführt. Drittens, verfügt der Eigenbetrieb über eigene Laborkapazitäten oder werden, in Klammern nach wie vor, Klammer zu, externe Labore beauftragt? Antwort, das Städtische Klinikum Dresden greift seit Mitte April ausschließlich auf eigene Laborkapazitäten zurück. Wichtige Sache. Viertens, hat die Landeshauptstadt Dresden im Bereich des Eigenbetriebes Kenntnis über die Gesamtzahl bzw. die statistische Zahl der falsch positiven Ergebnisse? Antwort: Die Gesamtzahl der durchgeführten SARS-CoV-2-PCR-Tests für Mitarbeiter und Patienten im Institut für Klinische Chemie und Labormedizin in einem Zeitraum vom 15. März bis 6. Dezember beträgt 26.085 Tests. In Klammern 19.045 Patiententests und 7.040 Mitarbeitertests. Falsch positive Ergebnisse sind von kleiner 0,2% der gesamten Untersuchungen bekannt und auf technische Ursachen zurückzuführen. Ja, Anmerkung von mir. Laut offiziellen Angaben, die ich jetzt schon öfter gehört habe, liegt die Quote der falsch positiven Tests bei rund 1,4%. Warum das nur in 0,2% in Dresden der Fall sein soll, erschließt sich mir nicht. Fünftens, wurde dabei nur das PCR-Testverfahren angewendet oder wurden inzwischen auch Antigen-Tests durchgeführt, um eine in Anführungszeichen durchgestandene Infektion zu bestätigen? Antwort, bis zum Zeitpunkt der Anfrage, in Klammern 7. Dezember, das war also am Montag, wurde im Rahmen des Mitarbeiterscreenings bei asymptomatischen Personen ausschließlich der PCR-Test eingesetzt. Antigentests eignen sich nicht, um eine abgelaufene Infektion zu erkennen. Dazu bedarf es sogenannter Antikörpertests. Richtig, da habe ich mich falsch oder nicht ganz richtig ausgedrückt. Allerdings wäre da natürlich nett gewesen, auch über die Antikörpertests von sich aus was zu sagen. Muss ich wohl nochmal nachhaken. Sechstens, fließen die, in Klammern positiven, Klammer zu, Tests in die Dresdner Corona-Statistik mit ein? Antwort, ja, die in unserem Labor festgestellten positiven SARS-CoV-2-Befunde werden gemäß Infektionsschutzgesetz an das Gesundheitsamt gemeldet. Mit freundlichen Grüßen. So, ich lasse das jetzt mal stehen und
Beende das Video, damit es nicht zu lang wird.